Recht herzlich willkommen zur vierten Folge von Grand Ages Medieval. Und wir machen mal hier weiter. Der Händler ist unterwegs. Wir müssen da irgendwie diese 300 Fässer verkaufen. Mal schauen, wie sich das so macht. Okay. Handelslizenz hat mehr gekauft. Vielleicht sollen wir ein bisschen schneller machen. Weiß nicht. Mal gucken, oder? Ja, können wir machen. Machen wir mal langsamer. Und jetzt ist er da. Einfach, ja. Verkauft er das automatisch? Gehe ich davon auf, oder? Kaserne, Konto, ach, Handel war hier oben. In deiner Stadt. Verkauft er das jetzt oder nicht? Einheit auflösen. Route ist aktiviert. Eigentlich müsste das in meinen Augen ja von alleine machen, ne? Ist wohl nicht so. Jetzt haben wir es, glaube ich, noch zugekauft, ne? Ja, was ist jetzt passiert? Es passiert hier gerade nichts, oder was? Ich habe das mit. Kann es aber irgendwie nicht verkaufen. Will er nicht. Und hier will er auch nicht. Wollen die gar nicht haben wahrscheinlich. Da hat er irgendeinen Kack mitgenommen, was keiner haben will. Oder ist es hier verkaufen, links rum? Und da oben steht Plus, dann muss das wohl verkaufen sein, oder? Ja, es ist links rum verkaufen. Ich war fest von überzeugt, dass es andersrum ist. Das will wohl keiner haben. Das können wir verkaufen. Und das können wir auch verkaufen. 201 Waren. Und wir haben jetzt noch... Wo ist es denn? Da. So, 209 von 309. Jetzt könnte man rein theoretisch was einkaufen, ne? Die hier im Überschuss haben. Aber bringt's uns das? Ich glaube ja nicht, oder? So, ich würde den jetzt auch wieder losschicken zurück, aber... Hä? Ah, da ist er unterwegs, alles klar. Ich wollte schon gerade sagen, warum fährt der nicht, läuft der nicht. Gut. Ja, unser Speer, wo ist der? Ist der in der Stadt? Sehe ich jetzt gerade nicht. Ach, da unten ist er. So, das Gebirge haben wir schon entdeckt. Wir können ja mal hier hochgehen und den Weg da entdecken, oder? Kann ja nicht schaden, schon mal was neu zu entdecken, weil da oben ist ja... Wie heißt die Stadt noch? Budapest und, ja. So gut wie angekommen. Dolmen? Keine Ahnung, was Dolmen ist. Ein Goldschatz haben wir gefunden. Na super, 15.000. Ich glaube, wir sollten öfter sowas mal angucken, was da so auf dem Weg rumliegt. Fast da. Spiel wird gespeichert.
Okay, dann laufen wir mal schnell zum Zelt hin und mal gucken, ob da was los ist. Okay, da können wir was lernen. Erfahrung kriegen wir 100 und kostet uns 7400. Da wir die Goldkiste gefunden haben, nehme ich das mal mit, oder? So, hier müssen wir bestimmt, oder ist der Händler noch unterwegs? Ah, der ist noch unterwegs. Okay, dann machen wir hier weiter mit dem Speer. Liegt in der Nähe. Ja. Dann haben wir gleich Budapest entdeckt. Kein Ding. Da gibt es eine Haupthandelsstraße. So gut wie angekommen. So, und dann sind wir schon rein theoretisch in Budapest, ne? Da gibt es noch einen Weg, der nach da weitergeht. Liegt in der Nähe. Und warum nicht Venedig oder so? Keine Ahnung. Könnte auf dem Weg liegen, ne? Kein Ding. Oder? Ne, Zagreb ist da erst, okay. Fast da. Jetzt muss er da rumlaufen. Durch die Stadt darf er wohl nicht. Fast da. Jetzt geht's nach Triest oder wo geht's hin? Nee, Triest wäre glaub da. Fast da. Was ist denn hier? Split, okay. So gut wie angekommen. Aber da führt kein Weg weiter. Aufsitzen. Gucken wir mal hier über den Berg, geht das? Liegt in der Nähe. Kein Ding. Dann lang. Der Nebel ist weg. Fast da. Ist hier unten auch Dubrovnik oder so? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwas hat er jetzt gerade ach, da. Fast da. Da ist ein Karren. Karren. Und schon wieder 15.000, da können wir uns ja richtig glücklich schätzen. Aber hier ist erstmal der Händler gefragt. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ne, der Händler, gute Plan, gute Einstellung. Karren hinzufügen, annehmen. Ah, jetzt hat er es eingepackt, der braucht nur unwahrscheinlich lange wohl, ne? Liegt in der Nähe. Gut, gehen wir hier unten Richtung Griechenland weiter. Aufsitzen. Flora, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Wahrscheinlich nicht. So gut nicht wie unbedingt angekommen. So ein Ort, den man kennen muss. Da ist ein Händler, ein Bautrupp. Fast da. Okay, einen Bautrupp haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Da ist wieder ein Zelt, da können wir 100 Erfahrung kriegen. Ah, hier sehe ich das. Zelt, schön. Ah, nee, das geht wohl nur einmal, alles klar. Liegt in der Nähe. Thessaloniki ist da. Haben wir hier unten noch irgendwo Athen versteckt, oder? Führt bestimmt der Weg hin. Fast da. So, da ist Athen. Wenn wir schon liegt hier sind, in der dann Nähe. Machen wir die Seite noch hier frei. So gut wie angekommen. Okay. So gut wie angekommen. Schiffswrack nehmen wir auch mit. Da ist bestimmt mit einer Goldkiste drin, oder? Liegt okay, in der dann, Nähe. Truppen befinden sich im Kampf, ja. Müssten wir die eigentlich schlagen, oder? Aggressiv. Und dann, wie geht's weiter? Liegt in der Nähe. Haben wir die schon kaputt gemacht, oder was? Okay. Oh, da haben wir aber richtig Geld Kein gemacht, Ding. Ne?
Gut, dann denke ich mal zurück nach Sophia. So gut wie angekommen. Sophia, nicht Sophia. Der Händler ist auch schon bald da. Konstantinopel, okay. Konstanta. Gut, der Händler ist ein bisschen lahmarschig. Dann werden wir den mal gerade beschleunigen, wenn wir unsere Mission beenden können. Okay, und einfach. Hm. Treffen ist Pflicht, ne? So, Handel. Es dauert wohl eine Weile, bis der in der Stadt noch drin ist, oder was? Kann ich den hier irgendwo sehen? Wohl nicht. Tja. Da muss ich jetzt mal da drauf klicken, ne? Sonst sehe ich den gar nicht. Gut geklappt, ne? Oh, er hat schon alles verkauft und ist schon wieder unterwegs. Vom Geschäfte machen. Es ist gut, wenn du einen Freund hast. Doch viele Freunde sind noch besser. Mhm. Mit einem jeden sollst du Handel treiben, dass dein Reichtum stetig wachse. Dein Volk wird dankbar sein, wenn's auf dem Markte viele Waren gibt. Und vom Gewinn kannst du bald weitere, größere Schritte tun. Okay, alles klar. So, jetzt soll ich 4 weitere Handelslizenzen erwerben. Und aktuelle Situation ist, dass wir mit denen gut handeln können. Ja, ist klar, dass man da, wo sie knapp sind, am besten Gewinne macht. So, dann haben wir hier Sophia und dann Sophia und dann ist hier noch die Handelslizenz vielleicht in Budapest zu holen, aber da müssen wir wahrscheinlich irgendwie hin. Was ist das hier eigentlich für Buttons? Einheiten später. Ah, jetzt nicht. Wo ist unser Speer? Dort. Oder muss der Händler dahin? Liegt weiß in ich der gar Nähe. Nicht mehr. Na, vielleicht muss da einer sein. Ich weiß aber nicht, ob das der Händler sein muss oder ob es der... Sag schon. Die blinken, weil ich da die Verträge mitmachen soll, wa? Interessant. Aber mit Budapest wohl nicht, oder was? So, jetzt können wir Diplomatie machen. Willkommen in meiner Stadt. Ich denke, ich kann euch trauen. Ein Angebot unterbreiten. Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Wir wollen... Ein Handelsabkommen wollen wir. Ach so, dann... Geht das hier wohl gar nicht, ja? Okay, dann ziehen wir weiter. Unseren Speer. Aufsitzen. So wohl dahin. Hat das Spiel wohl so vorgesehen, dass wir da keine Handelslizenz bekommen. Gut. Schauen wir, dass wir sie hier kriegen. Herzlich willkommen. Schaut euch doch erstmal meine großen Kasernen an. Aha. Ist ja auch eine freundliche Begrüßung, ne? Na dann lasst mal euer Angebot hören. Okay, und... Tja,
Jetzt bin ich echt überfragt. Man kann zwei machen. Kann hier aber nichts machen. Oder ist das Angebot zu niedrig? Das könnte natürlich auch sein, ne? Kriegen wir da was mehr für? Ne, sieht nicht so aus. Vielleicht klappt es aber auch nicht. Ja, die sind uns ja auch nicht gerade wohlgesonnen, ne? Gut, okay. Da würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.